Zurück im Hauptzollamt Darmstadt. Mittlerweile sind wieder jede Menge neue Pakete eingetroffen, die auf ihre oft ahnungslosen Besitzer warten und von Norbert Köppen und Christine Trapp im Beisein der Empfänger unter die Lupe genommen werden. Okay, hallo. Ich habe diesen Zettel hier bekommen. Mhm. Haben Sie sich was bestellt? Ja, genau. Okay, haben Sie auch einen Zahlungsnachweis dabei? Ja, also die E-Mail hat letztes Mal gereicht. Ja, genau. Steht drauf, was es ist und was es gekostet hat. Ich hol's mal her. Ein Pulli aus den USA, wo genau, weiß ich, ich glaube Arizona oder irgendwie sowas, ja. Ein Weihnachtspulli übrigens, das könnte peinlich werden. Diesmal scheint zumindest die Wertangabe auf dem Paket nicht gelogen zu sein. Der Wert liegt über der Freigrenze, zum Nachteil der Bestellerin. Was habt ihr denn gezahlt dafür? Wie war das die da hier? Also genau, okay. 29. Ja, also da kommen auf jeden Fall noch 19% Einfuhrumsatzsteuer drauf. Ja. Wir gucken jetzt gerade mal rein. Also es hat knapp $50 gekostet. Zoll fällt nicht an, weil wir unter 150 Euro sind. Versand- und Einfuhrumsatzsteuer sind zusammen schon fast genauso hoch wie der Preis des Pullis selbst. Ob sich die Investition gelohnt hat, zeigt sich jetzt. Okay, also es ist auf jeden Fall der hier abgebildet ist. Genau. Sicher? Ja. Zwei Minuten später bekommt die Frau ihren Steuerbescheid. So, also ich habe es jetzt mal ausgerechnet. Das war der Wert umgerechnet in Euro und davon 19% sind 8,46 Euro. Damit müssen Sie zur Kasse und mit der Quittung noch mal reinkommen. Genau, so lange hier stehen lassen. Manche haben natürlich schon ausgefallene Hobbys, sage ich jetzt mal, oder Modegeschmack oder ganz besondere Schuhe. Aber im Normalfall, also die Leute sagen vielleicht, das ist mir ein bisschen peinlich, aber mir macht das eigentlich überhaupt nichts aus. Hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Damit hat auch diese junge Dame die Prozedur auf dem Zollamt hinter sich gebracht und wird sicherlich merken, dass nur Ware aus EU-Ländern ohne Einfuhrabgaben zu kaufen ist. Nicht alle Paketempfänger sind so unkompliziert wie die Trägerin des außergewöhnlichen Weihnachtspullis. Die nächste Frau weiß nicht einmal, warum sie beim Zoll erscheinen muss. Schauen wir mal. Dann hole ich mal Ihr Paket, ne? Ich bin schon immer gespannt, was hier in den Paketen drin ist. Und manchmal kann man es von außen fühlen oder das Schütteln fühlen, aber hier bin ich mir jetzt wirklich unsicher. Ungewöhnliche Form und ein ungewöhnlich niedriger Warenwert von nur 5 US-Dollar. So, das ist Ihr Paket. Mhm. Haben Sie da was bestellt, oder? Ja, mein Sohn hat von PlayStation bestellt. Ihr Sohn hat was für die PlayStation bestellt? Okay. Das ist mir schockiert, das ist so weit. Dann schauen wir mal rein. Das kann alles Mögliche sein. Das könnten diese Skylanders-Figuren sein, die es gibt. Das könnte ein Controller sein. Also kommt schon öfters mal vor, dass hier auch für Konsolen Sachen bestellt werden. Gut. Machen Sie das mal auf, bitte. Schnell bestätigt sich Norbert Köppens Anfangsverdacht. Der tatsächliche Warenwert des Produkts liegt deutlich über den angegebenen 5 US-Dollar. Wahrscheinlich sogar über den erlaubten 22 Euro, denn es ist ein Controller. Haben Sie eine Rechnung dabei, was Sie da bezahlt haben für das Paket? Nee, die Kontoauszug nochmal was vom. Kontoauszug haben Sie dabei? Nee, nein. Also ich brauche irgendwas letzten Endes, was Sie bezahlt haben. Das sollte jetzt eigentlich keine Überraschung sein, denn darüber wird jeder Paketempfänger benachrichtigt. Uns muss halt der Wert nachgewiesen werden. Dafür brauchen wir eine Grundlage, auf der wir den Zollwert berechnen können. Die ist in dem Paket nicht drin. Eine Rechnung könnte eine Grundlage sein, ein PayPal-Beleg, weil wir nur so dann auch die Einfuhrabgabenberechnung durchführen können. Der Wert, von der hier angegeben ist, ist wirklich sehr gering. Das war mit Sicherheit etwas teurer und dann brauchen wir natürlich auch eine Rechnungsgrundlage. Nach langem Suchen findet die Frau den Zahlungsbeleg auf ihrem Handy. Und siehe da, sie hat nicht 5 Dollar, sondern 36 Euro gezahlt. Ja. Das da ist es. Ja. Okay, können Sie mir das per E-Mail bitte? Ja, kann ich ja. Nein, 36 Euro. Wollte hier jemand versuchen, die Zöllner mit falschen Angaben hinters Licht zu führen? Das erste Mal, ich weiß nicht. Das ist das erste Mal, wenn ich komme hier Paket abholen, dass ich habe keine Ahnung, was,
warum steht so 5 Dollar? Klar ist, 36 Euro überschreiten die Freigrenze. Die Frau muss knapp 10 Euro nachzahlen. Sie darf das Paket erst nach Bezahlung mitnehmen. Bis zu einem Wert von 150 Euro fällt nur die Einfuhrumsatzsteuer an. Was darüber hinausgeht, würde auch noch ein Zollsatz unter Umständen anfallen. Doch auf den zweiten Blick hat Norbert Köppen noch einen Verdacht. Ist der Controller ein Plagiat? Kollegin Kirsten Trapp hilft bei der Recherche. Also wir haben ein Computersystem, da können wir nachgucken, ob eine Ware echt ist oder gefälscht. Da gibt es gewisse Merkmale. Und jetzt gucken wir gerade mal, ob es bei der PlayStation, ob das ein Original ist oder ob das gegebenenfalls eine Fälschung sein könnte. Ist der Controller eine Fälschung, vernichtet ihn der Zoll. Alles klar. Passt. Ja. Okay, in dem Fall müssen wir nichts machen. Von daher kann sie das Produkt haben. Okay, das ist Ihr Steuerbescheid. Mhm. Das hier haben Sie noch zu bezahlen. Mhm. Mit dem Beleg gehen Sie bitte zu unserer Kasse. Knapp 7 Euro Einfuhrumsatzsteuer muss die Frau noch für Sohnemanns Controller zahlen.